So, es geht weiter, noch ein paar Dinge, die Sie mit diesem Spiegelbild tun können. Zunächst einmal haben Sie ja hier ein Bild platziert. Es ist allerdings nicht verknüpft. Es ist tatsächlich eins zu eins hier in dieser Datei drin. Das macht die Datei natürlich unter Umständen auch groß. Ich hatte ja gesagt, dass ich trotzdem darauf verzichte, hier Dinge zu referenzieren. Was Sie lieber machen, das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie viel Bildmaterial Sie da integrieren wollen. Zunächst einmal gibt es im Fenstermenü auch die Palette Links oder Verknüpfung, genauso wie in InDesign auch. Dort bekommen Sie Bildchen hier aufgelistet. Ich habe im Moment ja nur eins. An diesem kleinen Symbol können Sie erkennen, dass es eingebettet ist in die Datei. Was Sie aber machen können, Sie können das anklicken und ersetzen, indem Sie hier auf Relink oder erneut verknüpfen klicken. Das wäre eine Möglichkeit natürlich. Sie haben vielleicht die Idee oder den Wunsch, dass es ein anderes Bild sein möge. Dann können Sie hier entsprechend was aussuchen. Ich nehme jetzt mal das hier. Dann wird es ersetzt, nicht? Also das ist die eine Möglichkeit. Ich mache das mal rückgängig. Die andere Möglichkeit wäre, wenn es verknüpft wäre, also wenn es nicht original in dieser Datei drin wäre, sondern nur referenziert, könnten Sie auch das Original editieren, indem Sie hier draufklicken. Das geht in diesem Fall natürlich nicht. Was Sie aber machen können, Sie können zum Beispiel dieses Spiegelbild transparenter machen bzw. abschwächen in seiner Deckkraft. Dazu öffne ich die Transparenzpalette. Dort können Sie jetzt das aktivierte Objekt natürlich in seiner Deckkraft reduzieren. Dann sieht es ein bisschen weniger knallig aus. Man kann es auch weniger gut erkennen, was natürlich für ein gefaktes Spiegelbild auch ganz praktisch ist. So, das wäre das eine. Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Ich hatte so schönen Schatten in der Fassade. Der kommt jetzt hier auch so langsam wieder. Trotzdem hätte ich ganz gerne den Schatten richtig vorne drauf. Die Ebene mit dem Spiegelbild liegt ja im Moment darüber. Ich gehe jetzt nochmal in die Ebenenpalette und mache Folgendes. Ich schalte dieses Spiegelbild mal kurz aus und wähle jetzt die Schattenfläche hier aus. Ich probiere mal den Zauberstab, das Werkzeug von oben, ob er dann das auch schön brav macht. Ich habe also im Moment tatsächlich alle Schattenflächen ausgewählt. Es zahlt sich mal wieder aus, dass die Flächen im CAD-Programm differenziert angelegt wurden. Man merkt also, wie praktisch das ist. Ich möchte jetzt diese Schattenflächen ganz gerne über diesem Spiegelbild haben, also lege ich über dem Spiegelbild eine neue Ebene an und ziehe einfach dieses kleine rote Würfelchen hier, was die Selektion angibt. Es ist übrigens ein kleineres Würfelchen, weil nur ein Teil dieser Ebene ausgewählt ist, also sehr hübsch das alles. Ziehe ich jetzt einfach auf diese neue Ebene. Jetzt liegt der Schatten oben. Und jetzt sehe ich das Spiegelbild darunter, aber Vorsicht, aufgepasst, der Schatten ist deckend. Das soll natürlich nicht sein. Also, was mache ich? Ich wähle alles aus und gehe nochmal in meine Transparenzpalette. Also ich wähle alle Schattenflächen aus, wollte ich damit sagen. Ich habe auf diese Ebene mit den Schattenflächen geklickt. Ich gehe nochmal zur Transparenzpalette und stelle jetzt den Modus dieser Ebene, ja, das kennen Sie schon, auf Multiplizieren. Und schon habe ich hinter dem Schatten wieder mein Spiegelbild. Alles klar? Das war Teil 5.